Der Kunststore wurde aktualisiert. Du solltest vorbeischauen. Danke für deinen Besuch des offiziellen Kuhn & Friends Store. It's a tale of lust, seduction and murder. Unsexy betrayals. Then at 7, some like the bite of sexy biscuits on Southern Fried Homicide. Oh, du bist aber goldig. Oh, ein Selfie. Davon habe ich mal gehört. Macht das nicht Spaß? Oh, wunderbar. Wir sehen uns dann im Internet. Niemals! Ich mach doch kein Selfie mit einem Niemand wie dir! Niemals! Ich mach doch kein Selfie mit einem Niemand wie dir! Naja, du hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Alter, damit meine ich dreh um! Alter, damit meine ich dreh um! Ich mache ein Selfie mit dir, wenn du mehr Follower hast, okay? Oh, hallo. Ich hoffe, du kannst dich besser aus Schwierigkeiten raushalten als mein Sohn Butters. Glück ist ein sauberes Haus, oder? Oder?
Oh, der König ist wieder da. Sorry, ich folge nicht jedem in den sozialen Netzwerken. Was? Nein, nicht jetzt. Hey, kannst du mir mit dem Ding helfen? Es klemmt. Hey, du hast ihn aufgekriegt. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Ein Selfie? Klar, leg los. Okay, cool. Okay, schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Okay, schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Wuhu! Jetzt sind wir wohl Freunde. Ich will aber nicht Superhelden spielen. Das sind genug gemeinsame Freunde für ein Selfie. Nicht übel, Wunderarsch. Du sammelst schnell Follower. Weiter so. Ein paar von den Kuhn-Freunden erreiche ich nicht. Schau doch mal nach, was los ist. Ich will aber nicht Superhelden spielen. Okay, schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Okay, schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Wuhu! Jetzt sind wir wohl Freunde. Wer macht denn so etwas? Das ist voll gemein. Hey, du! Weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute Nacht den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Coonstagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Dein Großvater wird nicht jünger, Billy. Ich brauche diese Gummis. Hi, Pischer! Bye, Pischer! Vergiss es, Scheichhaufen! Dafür hast du viel zu wenig Follower! Mein Hashtag ist schließlich eine Marke! So bored.
Nein! Schaff deine Pischerfreunde hier raus! Sofort! Ah, du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Wer zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch, Kuhn! Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Zoom! Oh, hey, Kyle! Ich bin wieder da! Wen hast du da mitgebracht? Spielt der auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superheldenspielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Ich hab nicht viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training! Oh, das geht nicht. Ich habe meine Knieschoner nicht dabei. Jetzt! Schnapp ihn dir! Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Drachen gehen leicht kaputt. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Sei doch nicht albern. Hoppla, ich dachte, ich verfehl dich. Leute, Pause, mir ist ganz schwindelig. Bitte nicht. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Auszeit, ich brauch mein Asthma-Spray.
erstmal geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu, die ist in meinem alternativen Universum konform. Phew. Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du schummelst? Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Du hast mir die Nase verstaucht. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Okay, der Zorndrachen aus einem anderen Universum. Ich habe einen Leistenbruch! Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den Fürzen ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe drauf schmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Okay, ja. Zwei Helden, die abhängen. Wuhu! Top! Wer bist du? Was ist los, ey? Selfie machen? Wuhu! Die haben ein Bild gemacht. Thank you.
Wo ist diese verdammte Katze? Hier, Mietzi. Mietz. Hier, Mietzi. Pass auf! Das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefers Mom die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen meiner Mom zu reden. Zwing mich doch, Pickelfresse. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist lahm. Lasst uns ein paar Körbe werfen. Was gibt... Sechstklässler sind viel zu stark für dich. Geh einfach weiter. Schau sie nicht mal an. Hey, seht meine dumme kleine Viertklässler. Du solltest besser verschwinden, du Penner! Hey, hey! Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch! Frösche haben kein Popo, nur eine Kloake! Kein zur Rettung! Gerechtigkeit von oben! Keine Gnade! Ja, das war super! Viertklässler versohlen, geile Sache! Wow, voll ekelhaft! Der Kalt bringt das Leid! Hier gibt's kein Zeitlimit, oder? Können wir das nicht bereden? Halt's Maul, du Pussy! Thank you.
Au! Der Brutalo kriegt brutal ab! Euch zeige ich, was brutal ist! Das Blatt wendet sich! Halt's mal, Viertklässler! Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Tettenzwirbler! Oh, das sah schmerzhaft aus! Fühlt den Zorn von Humankind! Hier, bitte! Ich bin jetzt dran! Ah! Halt durch! Ein frischer Wind zieht auf! Gern geschehen! Kleiner, schneller Bastard! Jetzt reicht's mir! Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Lass dich da von deinem Freund massieren. Ich bin drin. Okay. Pew, pew. Hab einen Leserbrief für dich. Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Zum Wetter. Aus dem Westen nährt sich der Zorn des Kalt. Jetzt geht's los, Wichser. So eine Scheiße. Wow, hier unten lebt noch jemand? Wow, du bist so mutig! Wow, du hast ihn wirklich besiegt und mich gerettet! Wow, gute Arbeit, Neuer! Das waren 6 Klässler. Weiter so! Mobbing fängt zu Hause an. Die Eltern sind schuld. Du willst ein Selfie mit mir? Wuhu! Krass, wie du den 6-Klässler fertig gemacht hast. Vielleicht werde ich auch mal so stark.